So, dann mal los. Okay. Sie lügen. Kaffee. Ja, ich will mich erstmal umsehen hier, bevor ich anschaue. Oh. Wow. Start den Generator im Keller neu. Oh, 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 oh. Ja, das ist Kollege Turnschuh. Ich jetzt wieder raus. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier beim letzten Mal gehabt habe. Nein. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Bald haben wir den Teil erreicht, der für mich komplett blind ist. Und zwar... Und zwar... Jetzt! Ab hier habe ich von nichts mehr einen Plan. Und, ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finden soll. Ich muss... Muss ich... Generator im Keller, okay. Sagt nichts von... Von irgendeinem speziellen Raum. What? Was war das für ein Geräusch? Ich habe keine Ahnung! M-Kultra-Programm, CIA-Dokument... Oh, CIA? Anakte, hypnotische Experimente und Forschung, 54. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Erstens. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce,
fielen sofort ohne weitere Anweisung in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihre zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Okay. Zweitens, Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Okay. Warum passe ich hier so rein? Das merke ich mir auf jeden Fall, dass ich da reinpasse. Oh Gott. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass mir das nicht gefallen wird hier. Wird mir nicht gefallen. Ich werde mich erschrecken und schreien wie ein kleines Mädchen. Hallo, Ach so. Ja, komm, als ob ich das nicht wüsste. Ich bin's nicht. Ich hab noch... Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir so überhaupt nicht. So absolut gar nicht gefällt mir das. Schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter. Okay, ja, jetzt muss ich nur wissen, wo die sind. Ja, sehr schön. Hallo. Oh, hier ist eine Tür. What? Okay. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, mich zu verstecken. Oh ja. Okay. Mein Gefühl täuscht nicht. Okay. Alter, bist du jetzt wieder rausgegangen? Nein, bist du nicht. Oh mein Gott. Was? Ist er raus? Er ist raus. Okay, ich hoffe zumindest, dass er raus ist. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich hier so unheimlich viele Batterien verbraten wird. Oh, da ist er. Oh fuck! Oh fuck! 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 Fuck!
Scheiße! Falsche Richtung! Oh Gott! Du hast mich nicht gesehen! Oh, du siehst mich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Penner! Oh, das ist mir so egal jetzt. Ich hau ab. Oh mein Gott, ich kann ihn nicht mehr. Ah! Oh mein Gott! Stirb! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Wo komme ich denn jetzt hier hin? Wo muss ich hin? Oh Gott! Du siehst mich nicht. Nein, du siehst mich nicht. Starte den Generator am Keller neu. Erstmal hinkommen. Spaßvogel. Moment, ist er jetzt rausgegangen? Ich hoffe stark. Das ist übrigens meine letzte Batterie hier. Oh, Scheiße. Geh weg! Warum sehe ich dich hier so nicht? Ja, geh raus. Damit kann ich leben. Das ist in Ordnung. Oh. So, jetzt muss ich zum Generator kommen, ohne dass der Typ mich kriegt, ne? Oder wie war das? Krieg ich das hin? Ich hoffe doch. Das ist eindeutig zu dunkel hier. Moment! Wo zur Hölle muss ich überhaupt hin hier? Muss ich hier hin? Oh Gott! Falsch! Nein! Wo bist du? Nein! Falsch. Hier bin ich nicht richtig. Wo bin ich hier? Alter! Oh Gott! Scheiße! Oh crap! What? What? Wie jetzt? Oh, fick die Henne, das gibt's doch nicht. Okay. Ich sag mal nix. Das war ein Fail. Oh Gott. Aber hey, ich spiele das auf Albtraum. Ich darf das. Ich darf failen. Muss ich da nicht draufdrücken? Kann das sein, dass ich hier draufdrücken muss? Kann das sein? So, ich gehe jetzt direkt wieder raus. Kann er mich mal gern haben. Ich gehe jetzt hier hin. Dann sieht er mich nämlich nicht. Kommt er da durch? Ah. Ich
verstehe. Du siehst mich nicht, wenn ich hier stehe, oder? Scheiße, doch! Nein! Oh Gott! Falsch! Oh mein Gott! Das ist so falsch hier! Das ist so falsch! Weg! So! In den Schrank! In den Schrank! Ich bin nicht hier. Alles gut. Ich bin nicht hier. Du kommst nicht darauf, dass ich in dem Schrank stecke. Das wäre totaler Quatsch und völlig albern. Alter. Okay, ich hätte es schaffen können, wäre ich gerannt, beide Schalter umzulegen. Wäre ich gerannt, bin ich leider nicht. Von daher. Ach so. Oh, ich kann hier rüber. Ups. Man sagt mir jetzt nicht, dass der Schalter hier ist. Nein. Das ist kein Schalter. What? What? Warum ist der hier? Warum ist der hier? Nein, lass das doch! Nein! Alter! Nicht schon! Wow. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass Albtraum vielleicht nicht die beste Idee war. So. Schnell springen wir! Und machen das schnell. Wusch. Oh, schnell. Dahin. Dahin. Machen das so. Bam. Und. Schnell. So, ich möchte da gerne drum. Kann ich nicht. Das ist denkbar ungünstig. Ich finde das auch nicht in Ordnung, dass du jetzt hier einfach so rumrennst. Beziehungsweise reinrennst. Finde ich super kacke. Wenn ich das mal so sagen darf. Aber du siehst mich nicht. Er ist wieder raus. Offensichtlich ist er wieder rausgelaufen. Noch viel offensichtlicher ist, dass ich nicht den leisesten Plan habe, wo es lang geht. Er sieht mich nicht. Ich hoffe, weil hier die Kabel lang gehen, dass hier der Generator rumsitzt. Ist das so? Sei ein Generator. Nein, bist du nicht. Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ey, wie ich mal überhaupt keinen Plan habe, wo es hier lang geht, ne? Oh, willst du mich verarschen? Das läuft aber schon besser als vorher. Möchte ich mir einbilden. Ich hoffe, dass er... Na toll. Dass er jetzt hier nicht gleich auftaucht.
taucht nicht auf. Das ist gut.